So, wir kochen jetzt einen leichten Milchcreme zum Füllen. Ungefähr 2/3 der Milch geben wir in den Topf. Zwei Drittel des Zuckers, das Vanillezucker. Man kann normalen Zucker nehmen, gibt dann eine Vanille, mag einer Vanilleschote zu oder wie hier von vornherein Vanillezucker. Das setzen wir dann auf. So, da packen wir zu dem Weizenpuder, geben wir noch zwei Eier zu. Den Rest der Milch. Prise Salz. So, und rühren das Ganze glatt. Da das Ganze sehr hell wird nachher, der Pudding oder die Vanillecreme, kann man noch so ein bisschen Kurkuma zusetzen. Kurkuma dient jetzt ausschließlich, um es ein bisschen einzufärben. Sollte man höllisch vorsichtig sein, weil es färbt sehr stark. Kriegt man überall. Also ist jetzt nicht irgendwas Besonderes. So, ich gebe jetzt der Milch noch ein Stück Butter dazu. Nur aus Geschmacksgründen. So, wenn die Masse kocht, geben wir die restliche Dings zu und stellen dabei natürlich wie immer fest, dass der Topf für solche Sachen zu klein war. So, der Pudding wird dann abgezogen. Ist nichts anderes als normaler Pudding, wie man ihn auch aus der Tüte machen kann von Doktor, hast du nicht gesehen. Aber wir machen hier eine Milchcreme. So, wenn der Milchcreme abgezogen ist, also der Vanillepudding, geben wir den Rest des Zuckers oben rauf. Das hat den Vorteil, es bildet sich beim Abkühlen keine Haut. So, jetzt lassen wir alles ein bisschen abkühlen. So, in der Zeit, wo unser Milchcreme so ein bisschen abkühlt, schneiden wir den Bienenstich raus. Und stürzen ihn. Macht sich das gut gefettete Blech wieder bemerkbar und würden ihn dann jetzt aufschneiden. Da lang Palette, einfach in der Mitte durchschneiden. Möglichst versuchen, keine Löcher reinzuschneiden, sonst würde der Vanillecreme an der Stelle rauslaufen. So wie jetzt hier eben. Also das sollte man vermeiden. Ich muss hier stehen, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich stelle mich da also auch ein bisschen an. So. Wenn man jetzt dünne Stellen hat, wenn man schief geschnitten hat, so wie hier, das ist also eine sehr dünne Stelle, die würde nachher, wenn die gefüllt ist, würde die ganz schnell durchweichen. Schneidet man einfach hier noch ein bisschen was ab, was da gefehlt hat, und legt es dann hier rauf. Streichen wir einfach nachher ein bisschen Vanillecreme drin, klebt dann von selber. So, die Vanillecreme ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Dann rührt man ihn noch kurz auf, weil hier bleibt viel Zucker unten. Verteilt ihn so ein bisschen viel jetzt,
So, hier hinten, wo ich eben gesagt habe, mit der dünnen Stelle, ein bisschen Vanillecreme drauf, das Teil drauf gelegt, angeklebt. So, den verteilt man jetzt, den Vanillecreme, auf dem Blechkuchen. Wobei es, wie gesagt, egal ist, ob es jetzt sich um einen Bienenstich handelt oder um einen Streuselkuchen, weil die Arbeitsweise ist die gleiche. Wenn man den warm draufpackt, hat es den Vorteil, er klebt auf beiden Seiten besser zusammen. Man sollte jetzt, auch wenn man jetzt aufgestrichen hat, nicht allzu lange warten, dass sich da keine Haut bildet. Das würde dann es verhindern, dass es anklebt. Wenn ich hier so schwarze Stücken bei hat, dann liegt es daran, dass die Milch angebrannt war. Nimmt man dieses abgeschnittene Teil, legt es wieder so rauf, streicht nochmal die Ränder glatt, indem man auch ein bisschen raufdrückt auf den Kuchen. Nimmt man Blech, packt es rauf, dreht ihn um und fertig ist der Bienenstich, der gefüllte. Das war's. Sind jetzt die Geräusche?